Na ihr Rallies, moin moin und willkommen zurück zu Zelda Link's Awakening DX. Ja, wir haben beim letzten Mal eigentlich den Maskentempel quasi durchgespielt, wir haben uns schon den großen Schlüssel besorgt, wir haben uns alle Items aus diesem Dungeon besorgt, wir müssen jetzt eigentlich nur noch gucken, dass wir zum Boss kommen. Und da muss man erstmal nachdenken, was haben wir eigentlich noch nicht gemacht? Bin mir gerade selber nicht ganz sicher, ich glaube wir mussten nochmal hier oben entlang durch diesen Raum. Und die Treppe runter, das haben wir zwar gemacht, aber ich glaube, wir haben es nicht vollständig erkundet, was uns auf der anderen Seite der Treppe erwartet. Schauen wir mal. Genau, ich möchte nochmal betonen, wie toll dieser Tempel designt ist. Und mir ist eine kleine Anekdote noch eingefallen zur ganzen Maskentempel-Geschichte. Und zwar hatte ich ja schon mal erwähnt, ich glaube vor 3 Parts oder so. Ah ja, genau, hier unten sind wir nicht lang, ne? Genau, hier waren wir noch nicht. Dann sind wir auch genau auf dem richtigen Weg. Yeah. Aufhören. Ah ja, okay, wir müssen im Prinzip nur die Gegner von den Magneten einsaugen lassen. Und dann haben wir es auch schon. Nice. Ich hatte ja schon mal erwähnt, dass die Übersetzung an der Stelle ein bisschen doof ist, dass das Ding Maskentempel heißt und nicht Maskenschrein. Wobei das noch okay wäre, aber der Uhu zum Beispiel spricht an einer Stelle vom Schrein. Und auch wenn man den 5. Dungeon durchgespielt hat, dann hieß es ja irgendwas mit Schrein. Das heißt also, man kriegt die ganze Zeit irgendwas gesagt, von wegen Schrein, Schrein, Schrein. Der hier ist übrigens fies da rechts, aber gut, so ist es manchmal. Der ist wirklich fies, weil der ist nicht besiegbar, soweit ich mich entsinne. Aber kann einem ordentlich Schaden machen. Also vor dem habe ich Respekt. Also, jedenfalls, alles spricht von Schreien, aber es gibt keinen Maskenschrein. Auf Englisch, wie gesagt, heißt das Ding Maskenschrein, also Face Schrein heißt es eigentlich, nicht Mask, sondern Face. Ich will das nicht runterschieben, ich will hier, au, weggesniped. Ich will doch nur meine Ruhe haben. Machen wir die Viecher weg. Genau. Und dann macht es natürlich auch Sinn, dass der Uhu und alle von Schreinen sprechen, aber in der deutschen Übersetzung waren die ein bisschen inkonsequent. Und nun ja. Hä? Dafür gibt's ja gar nichts. Ach so, das wäre normalerweise... Hä? Hätte man dafür jetzt... Wäre diese Tür hier eigentlich zu gewesen? Ich weiß es nicht. Und naja, für uns, also für meinen Kumpel und mich damals, war das wieder ein bisschen problematisch. Weil, also wir haben natürlich das alles ordentlich hinbekommen, es ist ja auch nicht schwer, bevor wir zum Boss gehen, erzähle ich die Story kurz fertig. Aber es gibt eben einen einzigen Ort auf der Map, der im Deutschen tatsächlich als Schrein bezeichnet ist, und das ist der Traumschrein, wo wir vor langer, langer Zeit mal die Flöte abgegriffen haben. Erinnert euch vielleicht, der steht im Möwendorf. Und ja, das hieß von der Eule, die Eule sagt explizit, 2 Schreine, einer im Süden, einer im Norden, geht zuerst in den Süden. Haben wir halt gedacht, okay, wir müssen auf jeden Fall, das war natürlich noch ein bisschen naiv, aber wir müssen auf jeden Fall zuerst zu dem südlichen Schrein. Und jetzt kennen wir nur den Traumschrein, ist jetzt die Frage, ist das der südliche oder der nördliche? Aber bevor wir hier weitermachen, nicht, dass wir jetzt irgendwas kaputt machen, müssen wir zuerst zum südlichen Schrein. Aber haben eben nur diesen einen Schrein gefunden. Und den Traumschrein nämlich. Und das heißt, wir sind dann erstmal ein bisschen verwirrt durch die Gegend gelatscht, weil wir nicht wussten, was gemeint ist, bis wir irgendwann gesagt haben, ach egal, wir gucken jetzt einfach mal, was da unten ist. Und dann haben wir die Tempelanlagen gerallt und dann kam jene traumatische Erfahrung, die ich vor 2 Parts schon mal erwähnt habe. Nun gut, gehen wir zum Boss. Was haben wir hier? Hallo, Boss? Wo bist du? Ach, guck mal da! Da ist ein Gesicht! Ein Gesicht! Hi! Soll ich dir einen Tipp geben? Also gut, bewirf mich auf keinen Fall mit... Ups, jetzt hätte ich's fast verraten! Hehe. Ja, der ist ja voll sympathisch eigentlich. Der grinst auch fröhlich, bewerfen wir ihn trotzdem mit Bomben. Genau. Ach so, ja, stimmt, der hatte diese Phase zuerst. Dieser Boss übrigens, auch genau wie der andere Boss, also der Zwischengegner von diesem Dungeon, durchaus nochmal in, ich glaube, Zelda Oracle of Seasons vertreten. Also den haben die auch recycelt. Au. Nein, das war nicht der Plan. Jetzt hör doch mal auf hier, Junge. Aber der ist auch ganz cool. Also der ist eben das Gesicht, beziehungsweise die Maske, nach der dieser Dungeon benannt ist. Also das passt schon. Ey. Und eigentlich muss man nur genug Bomben legen. Auch hier an sich nicht schwer. Vor allem, ich glaube, der Gegner selber tut einem auch gar nicht weh. Der macht nur Löcher. Hör mir gut zu. Sollte der alte Windfisch jemals aufwachen, wird alles auf dieser Insel verschwinden. Hörst du? Alles. Auch du.
Gott, ist das creepy jetzt hier. Zum Glück besiegt. Nice. Und wieder ist ein Dungeon gelöst. Ja, der war ziemlich lang, aber war auch ziemlich cool. So, und was ist hier? Eine Triangel. Die spiele ich immer. Du hast die Seestern-Triangel erhalten. Fantastisch. Ja, die kann halt auch einfach nur eine Frequenz spielen. Bisschen unnötiges Instrument, aber naja, es klingt ja ganz hübsch. Die Triangel, sehr, sehr schön. Und jetzt? Gebirge, ein Ruf aus den Bergen. Jo, damit haben wir den 6. Dungeon geschafft. Und da kommt schon wieder die Eule. Tach, uhu. Die Monster auf Kokolint befürchten, dass der Windfisch bald aufwachen wird. Noch sind die Monster real und halten alles auf, was diese Insel zerstören könnte. Aber der Tag X ist sehr nah. Geh nun auf die Adlerfestung. Fliege, du kannst es. Ja, so viel zu dem Thema. Und ich würde sagen, ich mache das jetzt, auch wenn jetzt wieder irgendwer die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, weil ich ja viel zu langsam spiele und in der falschen Reihenfolge das mache. Also im Prinzip, weil ich alles in die Länge ziehe. Aber ich mache das jetzt so, wie man es vermutlich auch normalerweise machen würde. Es heißt hier, fliege, du kannst es. Ich kann eigentlich nicht fliegen, aber wir haben ja noch einen Enterhaken und haben uns das Gebirge nicht angeschaut. Und wir haben jetzt auch im 6. Dungeon irgendwie erstmal nichts bekommen, womit wir fliegen können, sondern dort ein Kraftarmband bekommen. Deswegen gehen wir jetzt einfach erstmal ins Gebirge und wenn wir irgendwo nicht weiterkommen, dann müssen wir halt gucken, was wir machen. Ich weiß natürlich, was man hier eigentlich machen muss, aber zumindest momentan hat mir das Spiel keinen Hinweis gegeben, was denn eigentlich nötig ist und ob überhaupt was nötig ist. Boah, Leute, gerade knallt der Kaffee richtig. Aber nee, jetzt müssen wir erstmal... Ach, hier ist schon wieder die Eule. Mensch, tach. Der Weg ist schwer, doch du bist fast am Ziel. Gehe nach Osten. Der Windfisch wartet schon. Ja, ich hab's ja vor. Ich meine, das war jetzt... Keine 3 Meter, sagt die Eule schon wieder was. Tach, ja, wir wollen ja nach Osten. Ich meine, im Prinzip kennen wir ja schon den Weg. Wir haben ihn ja schon mal in Teilen beschritten. Aber haben uns dann nicht weiter getraut. Beziehungsweise kamen damals noch nicht weiter. Zack, hier durch. Ist mir gleich irgendwo. Irgendwo wird auf jeden Fall gleich eine Stelle kommen, wo wir erstmal nicht mehr weiterkommen. Und da ist immer noch ein Herzteil. Ach, guck mal, hier können wir jetzt uns diese Truhe noch holen. Ich meine zwar, dass da nur Rubinen drin sind, ziemlich sicher. Aber machen wir es trotzdem. Yay! 50 Rubine. Sehr schön. Ist hier oben was zum Sprengen? Nö. Ja, dann nicht. Kommt man hier eigentlich... Nö, natürlich nicht. Müssen wir ja zurück, ist ja klar. Alles gut, machen wir das halt. Genau, also dieses eine Herzteil fehlt uns noch und ein weiteres, ne? Genau, 2 Herzteile, ein Foto und 2 Dungeons. Und eine Erweiterung auch noch von unseren sammelbaren Items. Ihr erinnert euch, wir haben ja schon 2-mal irgendwie so ein... Kollegen gefunden, wo wir was in den Brunnen geschmissen haben, nämlich Zauberpuder, und dann eine Erweiterung unserer Bombentasche bzw. unseres Köchers bekommen haben. Und eine gibt's davon noch, mit der man nämlich das Zauberpulver erweitert, also womit man mehr Zauberpulver mit sich herumtragen kann. Genau, so, dann gehen wir doch mal gucken, wo war denn hier jetzt welche Höhle? Wo gab es was? Ich glaube, wenn man hier rechts lang lief, dann war hier doch eine Höhle, wo man irgendwie den Enterhaken gebrauchen konnte. Hier war noch was zum Springen. Okay, war hier auch noch was Interessantes. Mal schauen. Ach, das war das, genau. Jetzt habe ich schon wieder verbockt, ich glaube. Es ist echt ein bisschen dämlich, diese Höhle. Man muss... Wie muss man das machen? Man muss den... Nee, warte mal, man macht das so, so rum und dann hat man es, genau. So, wo kommen wir raus? Hier oben. Da war nur eine Truhe, toll, danke für nix. Okay, da lang war schon mal schlecht, ich glaube, da müssen wir hier oben entlang. Ihr merkt schon, ich rall jetzt auch, also was heißt rallen? Rallen tue ich ja sowieso, aber ich meine, ich gebe jetzt ein bisschen hier auch Fersengas und gehe in die Richtung, zumindest in die richtige Richtung schon mal. Einfach deshalb... Die Adlerfestung ist nah. Vorsicht vor dem Teufelsadler. Ja, ja, ja. Geh einfach in die richtige Richtung, was aber auch daran liegt, dass es nicht mehr viel zu entdecken gibt in diesem Spiel. Ein bisschen was ist noch. Das werden wir auch noch schaffen. Ist hier irgendwas zum Sprengen? Immer gucken.
In Höhlen ist ja immer ein sehr viel Sprengpotenzial. Nö, ist nix. Aua. Nee. Kinder, so nicht. Na gut, hier ist wahrscheinlich dann auch nichts mehr zum Sprengen. Und dann sind wir hier. Da unten wäre was zum Sprengen. Aber da kommen wir gerade noch nicht hin. Jetzt sind wir einmal nochmal hier. Ja, das ist hier ein kleines Höhlenlabyrinth, das wir hier im Gebirge haben. Und dann... Ah ja, genau. Hier waren diese großen Abgründe. Da kommt man im Moment zwar nicht drüber, aber was wir machen können, ist hier mit dem Enterhaken uns auf die andere Seite buxieren. Zack und fertig. Und dann sind wir hier. Ja, nice. Aber es wird auf jeden Fall... Irgendwo müsste demnächst ein unüberwindbarer Abgrund kommen, wenn ich mich recht entsinne. Und dann müssen wir mal gucken, was wir damit machen. Was ist hier links? Eine Fee. Hi. Diese Feenhöhlen, die brauchst du eigentlich nicht. Die kannst du eigentlich weglassen. Man hat eigentlich zu diesem Zeitpunkt tatsächlich schon genug Leben, als dass man jetzt hier die ganze Zeit Heilung bräuchte. Aber mein Gott. Beschwerde ist jetzt auch nicht nötig. Warte mal, waren wir hier nicht gerade? Oder ist hier neu? Hier kann eigentlich nichts sein. Ne? Ich glaube, die Grundregel ist, dass wenn man eine Wand sprengt, dann ist die am Rand des Bildschirms und nicht in der Mitte. Ruhig. Aber hier könnte theoretisch was sein, da oben. Wow! Also irgendwo hier muss eine sprengbare Wand sein. Komm runter bitte. Ach komm, weißt du was? Kriegen wir den nicht auch mit dem Bumerang geflätscht? Nö, okay. Dann heben wir dir halt mal kurz den Schädel weg. Zack. Das sind die nervigsten von allen. Oder ist da links was? Also irgendwo hier in diesem Gebirge ist auf jeden Fall noch eine sprengbare Wand. Ich habe nur gerade nicht mehr genau im Kopf, wo. Zack. Hier also auch nicht. Na gut. Wir werden sie noch finden, versprochen. Jetzt sind wir hier oben. Ach so, ja gut. Wo sind wir jetzt? Ganz oben. Taltalgebirge. Ganz oben, im nordöstlichsten Punkt. Und hier, aha, hier ist tatsächlich Level 7, die Adlerfestung. Nur, wir sehen schon, wir brauchen einen Schlüssel. Theoretisch wäre das gut, aber geht nicht. Adler, Schlüsselloch. Was kann das denn schon wieder sein? Ich habe schon wieder vergessen, was das sein soll. So, ist hier richtig? Nee. Ach, Mist. Ach, Mist. Jetzt sind wir hier unten. Das war der falsche. Spielzeitstreckung, Skala. Spielzeitstreckung. Ja, ist wirklich so. Ein bisschen Spielzeitstreckung ist das jetzt, weil... Jetzt müssen wir den ganzen Weg auf den Berg nochmal zurücklegen. Also der rechte, den müssen wir nehmen. Dann gehen wir da nochmal schnell hoch. Zack. Könnte man, also professionelle Let's Player würden das jetzt rausschneiden, den Rückweg. Aber wir machen das nicht. Wir gönnen uns hier die volle Dröhnung. Und vor allem werden wir da nochmal hoch müssen in Zukunft. Freunde, ihr werdet euch an dieses Gebirge gewöhnen. Aber ich finde das nicht schlecht. Weil ich sagen muss, dass jetzt auch wirklich der Teil des Spiels kommt, den ich am schlechtesten kenne. Ich habe ja schon gesagt, ich habe es öfters durchgespielt. Aber ich habe es noch öfter nur bis zu den ersten 4-5 Dungeons gespielt. Und dann irgendwie unterwegs kam ein neues Spiel raus oder habe ich die Zeit nicht mehr gehabt oder bin halt irgendwie zu einem anderen Spiel gewechselt, sodass ich jetzt tatsächlich mich nicht mehr so gut damit auskenne. Vor allen Dingen diese ganzen Höhlen, die da oben sind auf dem Berg, die weiß ich nicht komplett auswendig, wo jetzt welche hinführt. Das heißt, es hilft auf jeden Fall, wenn man... die mal macht, auch im Hinblick dessen, dass wir ja irgendwann vielleicht auch mal den Randomizer hiervon ausprobieren wollen. Das heißt, es hilft sicher, wenn wir die jetzt einfach 3-4 Mal erkunden. Ich meine, für euch ist das vielleicht ein bisschen nervig, aber für den Kanal und für mich ist das, glaube ich, grundsätzlich keine verkehrte Angelegenheit. So, nochmal. Also, welche Höhle musste man zuerst nehmen? Die hier war es nicht, ne? Die hier war... Ne, die hier führt nur darauf, glaube ich. Die führt nur darauf, wo man hinterher den Papal getroffen hat und dem Papal, was hatten wir dem gegeben? Die Ananas, genau. Und da ist auch nur der Weg nach oben zu dem Hühnerstall. Wobei, da ist ja auch noch was, das müssen wir uns auch noch anschauen. Aber jetzt machen wir erstmal nochmal denselben Weg wie gerade und gucken, was wir da finden. Alles hübsch der Reihe nach. Oben beim Hühnerstall ist auf jeden Fall auch noch was, wo wir hin können. So. Okay, aber gut, ich glaube, wenn man jetzt hier weiß, wo man lang muss, dann geht das auch schneller. Also jetzt müssen wir hier nicht jede Wand nochmal auf Sprengbarkeit prüfen. Und gehen hier einfach durch. Links rum.
Und dann kommt ja jetzt schon gleich wieder die Stelle mit dem Enterhaken, nicht wahr? Ich glaube. Genau, ja, ja. Okay, okay. Also es ist jetzt nicht so, dass wir 100 Stunden dafür gebraucht haben, um auf diesen Berg zu kommen. Aber es braucht schon immer 2-3 Minuten. Also sagen wir mal, ich denke, in Speedruns wird man versuchen, das irgendwie abzukürzen oder zumindest höchstens einmal zu machen mit dem Berg. Aber das ist ja kein Speedrun, das haben wir ja von Anfang an gesagt. So, in Ruhe lassen wäre nett. Rauf. Und raus. Und dann jetzt, okay, jetzt den linken nehmen. Scheiße. Habe ich das... Ah!